Hallo ihr Lieben, heute habe ich wieder einen veganen Food Haul für euch. Das war ein XXL Food Haul von Penny. Wir waren gestern Abend wieder einkaufen und die Sachen zeige ich euch wie immer. Ich fange hier mal an, es passt gar nicht alles in den Korb rein. Und zwar im Angebot Erdbeeren. Da habe ich gleich zwei Packungen mitgenommen. Ich glaube 1,99 € war der Preis für 500 Gramm. Und die sehen richtig frisch aus. Da werde ich wieder einen Erdbeerkuchen backen. Ich verlinke euch den Erdbeerkuchen, den ich jetzt auch wieder machen werde, unten in der Infobox. Das ist mein allerliebster Erdbeerkuchen, geht super schnell mit dem Teig und es ist so ein leckerer, fluffiger Teig. Darüber kommt dann einfach so eine Vanillepuddingcreme und dann die Erdbeeren mit Tortenguss. Also wirklich schnell gemacht und mega lecker. Probiert den unbedingt mal aus, ist unten verlinkt. Und in nächster Zeit jetzt kommen aber noch weitere neue Erdbeerkuchenrezepte und Torten. Seid da gespannt, deswegen, wenn ihr es nicht verpassen wollt, gerne ein Abo dalassen. Würde ich mich sehr, sehr freuen. Das sind nämlich dann die nächsten Erdbeerrezepte, die ich vorhabe. Dann geht es weiter mit einmal Weintrauben, und zwar wieder den Weintraubenmix. Den Tafeltraubenmix mit 500 Gramm, kernlos. Ihr wisst ja, ich liebe das so halb und halb, so ein bisschen säuremäßig von den Grünen, ein bisschen süßer von den Roten. Mag ich sehr gerne. Dann von Food for Future, der Penny Eigenmarke, wieder diese veganen Döner-Chunks. Da mache ich mir gerne immer mal wieder so, also was heißt immer mal? Immer mal, ja, immer mal wieder. Nicht so oft, aber so alle zwei, drei Monate kommt es mal vor, dass wir so einen veganen Gyros eben machen im Fladenbrot. Ich habe jetzt leider kein Fladenbrot bekommen, wollte aber sowieso ein Pita-Brot selbst mal wieder backen. Mal gucken, ob ich das jetzt selbst backe die Tage oder ob ich vielleicht, ja, in zwei, drei Tagen, ob wir dann nochmal bei Penny oder so sind und dann, ja, so ein Fladenbrot dann noch bekommen. Hält sich auf jeden Fall noch, aber ist schon mal hier und passenderweise dazu einfach fertigen Krautsalat von der Penny Eigenmarke. Ja, lohnt sich nicht jetzt den selbst zu machen in so einer kleinen Menge, wenn man jetzt so ein Gyros oder so macht. Deswegen ja, einmal den fertigen. Dann die Tomaten gibt es noch. Ich glaube, die habe ich euch letztes Mal schon gezeigt. Die sind super aromatisch gewesen. Ich hatte da, glaube ich, zwei Packungen mitgenommen. Und deswegen durften die jetzt wieder mit. Also die kann ich euch empfehlen. Weiß nicht, ob es die überall gibt. Wir sind ja so an der holländischen Grenze. Hier steht jetzt auch Ursprung Niederlande. Kann sein, dass es die in anderen Bundesländern in Deutschland, dass sie natürlich woanders herkommen. Aber ja, wenn ihr die hier wo seht, die sind super lecker. Ja, sehr, sehr aromatisch. Dann habe ich wieder den Orangensaft von der Penny Eigenmarke Paradiso mitgenommen. Diesen Fairtrade Orangensaft. Das ist 100% Orangensaft. Also 100% Fruchtgehalt, ohne zusätzlichen Zucker, natürlich nur aus den Orangen. Und der ist auch ohne Fruchtfleisch. Ja, ich mag Säfte mit Fruchtfleisch nicht, deswegen, ja, den hier und der, ja, ist wirklich top. Dann Pinienkerne, ja, nicht gerade günstig, musste aber mal wieder mit. Von der Penny Eigenmarke Simply Sunny, die Pinienkerne. Dann ein Glas rote Beete, einfach eingelegt mal wieder, dass man was da hat. Gerne mal so, wenn wir Pasta oder so machen als Beilage, ja, so ein kleines Schälchen mit ein paar Scheiben rote Beete, ist immer erfrischend. Dann Ananas habe ich wieder mitgenommen. Die letzten habe ich nämlich vor kurzem erst aufgebraucht, deswegen mal wieder so eine Ananasdose im eigenen Saft ohne Zuckerzusatz. Da verlinke ich euch gerne mal Ananasrezepte, und zwar habe ich vor kurzem einen leckeren, passt auch zu der rote Beete, nur dass ich da vakuumierte genommen habe, und zwar einen rote Beete Ananassalat. Ja, jetzt so im Frühling oder wenn es jetzt so sommerlich dann losgeht, ist es wirklich was super Leckeres, Exotisches. Mit der rote Beete natürlich nicht, aber mit der Ananas verbunden. Und die müsst ihr einfach ausprobieren, egal ob als Grillbeilage oder so für den Sommer, wenn man mal nicht viel Hunger hat, mit einer Baguette-Scheibe, angetoasteten Toast, was auch immer oder pur. Ja, das schmeckt sehr lecker, verlinke ich euch unten, und ich verlinke auch einen Curry mit Ananas. Auch das ist wirklich ein super leckeres Sommercurry, sag ich mal. Schaut gerne vorbei. Dann was Ungesundes, Erdnussflips von der Penny Eigenmarke. Ja, und ja, hatte ich auch mal wieder Lust jetzt so fürs Wochenende. Wir haben jetzt Wochenende zum Snacken, wenn wir irgendeinen Film oder eine Serie mal wieder gucken. Deswegen durfte ich die Erdnussflips mit. Dann Burgerbrötchen, Burger Buns. Tut mir leid, Burger Buns. Vier Stück, die sind vegan mit Sesam. Die sind auch sehr lecker von der Penny Eigenmarke Butchers. Ich hatte letztes oder vorletztes Mal, habe ich euch ja gezeigt im Haul, wieder diese Burger Patties mitgenommen. Die sind super günstig, ich glaube nur 1,99 € für zwei so Stück, tiefgefroren im Tiefkühlfach von Food for Future. Und das sind meine allerliebsten, die sind auf Erbsenproteinbasis und Preis-Leistungs-, also preisgeschmacksmäßig wirklich top. Und da gab es aber letztes Mal keine Burgerbrötchen mehr. Deswegen habe ich die jetzt mitgenommen, falls es jetzt die Tage mal wieder ein bisschen schöner wird zum Grillen. Und einfach nur zweimal Baguette.
Brötchen von der Penny Eigenmarke. Dann habe ich noch ein Bunt Radieschen mitgenommen. Das Grün habe ich schon abgeschnitten und gewaschen für unser Kaninchen. Das hat er schon gefressen gestern Abend. Schöne Radieschen, da verlinke ich auch mal einen leckeren Radieschensalat. Den mache ich auch oft im Sommer. Also den gibt es oft im Sommer bei uns auch so als Grillbeilage. Schaut gerne vorbei. Und Erbsen in der Dose von der Penny Eigenmarke. Die brauche ich jetzt auch für ein Rezept. Die sind jetzt leider in Zucker eingelegt. Ich glaube aber, die sind immer in Zucker eingelegt. Aber gut, habe ich jetzt trotzdem benötigt. Also ein Erbsen aus der Dose. Und Cashewkerne von der Penny Eigenmarke Simply Sunny. Ungeröstet und ungesalzen. Mussten auch wieder mit. Kamera ging aus. Dann geht es weiter mit zwei Dosen. Kokosmilch, und zwar von der Penny Eigenmarke Taste of Asia, Thailand Style, die cremige Variante. Einen Eisbergsalat, natürlich für das Gyros dann, deswegen Krautsalat, Eisbergsalat, Tomaten, Gurke haben wir noch und ja, wie gesagt, Fladenbrot, entweder bekommen wir die nächsten zwei, drei Tage noch irgendwo eins her oder ich backe dann selbst Pita-Brote, mal nach langer Zeit wieder. Und von Bonduelle dann so ein Dreierpack. Ich wollte eigentlich eine große Dose von Bonduelle, diese Erbsen und Möhren, ne, diese Erbsen und Möhren, feine Auslese für Nudelsalat und so. Dass man mal was auf Reserve da hat. Ich verlinke euch gerne mal meinen liebsten Nudelsalat in der Infobox, vegan. Auch ein toller ja, Partysalat zum Mitnehmen, zum Grillen als Beilage oder auch so. Einfach nur so zum Essen, den Nudelsalat. Und ja, da kommt dann eigentlich so eine große Dose von Erbsen und Möhren rein hier eingelegt. Aber jetzt hatten die nur diese kleinen. Da habe ich einfach mal einen Dreierpack mitgenommen, dass man es da hat, falls man mal spontan einen Nudelsalat machen möchte. Schaut gerne vorbei. Dann, ach ja, dann Spargel. Habe zwei mitgenommen. Eine Packung habe ich heute Mittag schon zum Essen gemacht. Das ist jetzt die zweite. Auch dieses Mal wieder deutscher Spargel. Im letzten Food Hall, glaube ich, haben wir ja auch schon Spargel mitgenommen. Ja, in der Spargelsaison nehmen wir, glaube ich, fast bei jedem Einkauf Spargel mit, wenn es preislich so passt. Und der ging jetzt preislich auch noch mit 500 Gramm. Den Preis, den ihr jetzt seht für eine Packung, wie gesagt, wir hatten zwei. Und ja, den wird es dann morgen Mittag geben. Dann geht es weiter mit ungesunden Sachen. Mit ungesunden Sachen, und zwar, jetzt habe ich hier ein Haar, mit ungesunden Sachen, und zwar zweimal von der Penny Eigenmarke Sweets Shop saure Kirschen. So Fruchtgummis, und ich habe zweimal mitgenommen, weil als ich die letzte Mal irgendwann entdeckt habe und das erste Mal probiert habe, fand ich die sehr, sehr lecker. Also ich kann euch diese sauren Kirschen empfehlen, die sind mega, mega gut. Dann einmal durften dann auch noch die sauren Würmer mit. Die sind auch lecker, haben halt dann einen anderen Geschmack, sind aber genauso sauer. Ich bevorzuge aber die Kirschen mehr. Und dann ebenso von Sweet Shops, die Sweet Shop, die Weingummis, die sind ebenso vegan, wie man hier sieht. Finde ich auch gut. Bis auf die Zitronendinger und so, die schmecken irgendwie wie WC-Reiniger. Liegt aber vielleicht an meinem Geschmackssinn dann, die mag ich nicht so gerne, aber ansonsten sind die auch wirklich gut, auch von der Konsistenz, vom Kaugefühl. Und die haben natürlich noch weitere andere vegane Sachen von diesen Sweet Shops. Schaut da unbedingt bei Penny mal vorbei, wenn ihr das noch nicht wusstet. Sehr, sehr viele leckere Fruchtgummis zur Auswahl. Dann habe ich Rote Beete noch vakuumiert mitgenommen, damit ihr jetzt auch wieder ausgegangen ist, weil ich letztes Mal den Salat gemacht habe. Unbedingt vorbeischauen. Und zweimal was Neues, also gibt es wahrscheinlich schon länger, aber für mich jetzt neu entdeckt. Und zwar gibt es von Barilla veganes Pesto. So sieht das aus. Und ich glaube, ich habe da sonst von Barilla dieses, also ich glaube auch, dass es von Barilla war, dieses normale grüne Verde-Pesto in vegan. Und wusste aber nicht, dass die auch solche hier haben. Und deswegen habe ich jetzt mal dieses Pomodori mitgenommen. Mit getrockneter Tomate ist das. Und einmal das, mediterranes Gemüse. Mit mediterranem Gemüse. Und ich bin mal gespannt, wie die zwei schmecken. Auch lecker für Nudelsalate zu machen. Kann man ja auch so kalt einfach in Nudelsalat mit reinmischen. Also ist lecker mit Gemüse eben. Oder mit ja, getrockneten Tomaten. Wir werden sehen, oder warm eben. Und ja, wenn die gut sind, kann ich mir vorstellen, dass ich auf jeden Fall mal wieder was nachkaufe, weil ja, das grüne Pesto ist auf jeden Fall sehr, sehr lecker. Und dann auch schon zu guter Letzt. Ich habe ja diese Treuepunkte gesammelt. Und da gibt es aktuell diese Dosen hier. Und da habe ich jetzt die zwei großen mitgenommen. Ich hatte letztes Mal schon so eine kleinere mitgenommen. Ich glaube, mit 1,5 Liter war das. Und die hier hat jetzt, das ist die größte, 2,7 Liter. Und ich habe gleich zwei mitgenommen. Zwei.
Ja, ich hatte wieder zwei Hefte voll, also insgesamt habe ich fünf. Ich habe fünf Hefte voll bekommen. Das eine Heft hatte ich ja letztes Mal eingelöst mit der 1,5 Liter Dose und jetzt habe ich die anderen zwei Hefte noch eingelöst, weil ich darauf gewartet habe, dass sie das hier wieder verfügbar haben, die große, die waren nicht ausverkauft. Und ja, jetzt hatten sie die zum Glück da und habe dann gleich zwei mitgenommen. Schaut mal, das ist eine Glasdose eben. Gut, der Deckel ist ein Kunststoffdeckel, aber die Dose an sich ist irgendwie so ein Glas. Man kann es auch in die Mikrowelle geben, um das aufzuwärmen. Gut, wir haben jetzt keine Mikrowelle, ich möchte auch keine Mikrowelle. Aber darum ging es mir jetzt auch nicht, dass das Mikrowellenfest also geeignet ist. Mir geht es darum, dass man es einfach schön aufbewahren kann, dass es eine Glasschale schon mal ist. Ja, weil die Kunststoffdinger nehmen ja auch die Farbe dann an oder riechen ein bisschen merkwürdig. Gut, der Deckel ist ja aus Kunststoff, aber wenn man es nicht komplett voll macht, wird der Deckel jetzt auch nicht dreckig, kann man sagen, oder verfärbt. Wie dem auch sei, ich freue mich, dass ich die zwei großen hier bekommen habe. Kann man, wenn man was übrig hat, egal ob bei einer Party, bei einer Grillfeier oder auch so, wenn man was Größeres kocht, auflaufmäßig gut auf, wenn man im Kühlschrank oder natürlich Meal Prep mäßig. Ja, so sieht's aus. Oder wenn mein Lebensgefährte mal was mitnimmt in die Firma. Genau, deswegen wollte ich die zwei großen und jetzt habe ich noch ein Heft übrig. Oder habe ich noch zwei? Ich glaube, zwei Hefte habe ich noch übrig. Mal schauen, ob ich da noch zwei kleinere Dosen mitnehme. Wir werden sehen. Auf jeden Fall, das war's mit dem Food Haul. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es so ist, lasst mir gerne ein Abo da. Würde mich natürlich sehr, sehr freuen. Und schaut unbedingt bei den ganzen Rezepten unten in der Infobox vorbei, die ich euch verlinkt habe. Würde ich mich auch sehr freuen. Ab Spargelrezepte. Ich lasse euch auch mal alle Spargelrezepte da, die ich schon abgedreht habe. Gerne vorbeigucken. Bis zum nächsten Mal.